Hinter der eher unscheinbar wirkenden Fassade dieses Firmengebäudes verbirgt sich eines der erfolgreichsten Unternehmen Bielefelds. Die Show Production Company Flash Art hat Kunden in aller Welt, darunter Regierungen, Königshäuser, Großkonzerne und Prominente. Sie alle engagieren die Firma mit Sitz in Bielefeld-Hillegossen für spektakuläre Multimedia-Shows, deren Höhepunkte faszinierende Feuerwerke sind. Flash Art ist vielen bekannt als Feuerwerkerfirma. Das ist bedingt richtig. Wir haben damals vor über 20 Jahren angefangen, Feuerwerke zu gestalten, sind im Laufe unserer Geschichte immer mehr dazu gekommen, dass wir festgestellt haben, dass wir bestimmte Elemente und Medien zu dem Feuerwerk benötigen, um runde Shows zu gestalten. Unsere Kunden sind extrem vielschichtig. Wir haben FC Bayern, wir haben die Regierung von Monaco, wir haben den DFB, wir haben aber auch viele kleine Kunden. Kreation ist ja nicht nur Fantasie und Fantasie umsetzen. Das ist bei uns Credo in der Firma, dass wir immer größere Shows machen können. Bis hin zu Asian Games, wo wir komplette Stadien inszenieren, Eröffnung Allianz Arena etc. pp. Ja, was wir jetzt machen, ist unser Musikschnitt für das Projekt. Der Kunde hatte sich was von Scorpions gewünscht und dementsprechend haben wir da auch eine Auswahl getroffen zwischen zwei, drei Klassikern von den Scorpions, die bekannt sind, wo die Melodien auch die Leute entsprechend mitziehen können. Wir wollen einen Spannungsbogen kreieren, haben dementsprechend ein Intro auch ausgewählt, was da die Spannung schon mal direkt mitnimmt. Was wichtig ist, ist, dass das jetzt alles nachher so in der Programmierung auch fürs Feuerwerk mit reingeht. Dementsprechend muss das alles sehr genau geschnitten sein, da dürfen keine überflüssigen Takte noch mit drin sein. Das ist das, was ich jetzt hier tue, bevor es dann weitergeht zu den Leuten, die da nachher das Programm drüber legen, um das Feuerwerk entsprechend zu schießen. Das ist die Erfahrung für Monaco. Die will ich gerne mitnehmen. Bin ich fertig? Komplett? Ja, komplett fertig. Kannst du so losgehen mit. Ich sage dir Bescheid, wenn wir alles gepackt haben. Mach's gut. Danke bis dir. Dann. Bitte. Bitte. Tschüss. Ach ja, Entschuldigung, ich vergaß. Ich bin Urs Lange, habe die Projektleitung für das Monaco-Projekt. Man muss jetzt im Prinzip dafür Sorge tragen, dass alles Material funktionierenderweise mit zur Baustelle kommt und dass letztendlich nicht die letzte Schraube vergessen wird. Was denn, mein Freund? Hallo. Hallo. Gut, das ist für Monaco gerade unser C4-Controller zum Abfeuern des Feuerwerkes. Genau. Hast du alle Funk-ICs getestet? Sind alle startklar. Wir haben hier jetzt nur zur kurzen Erklärung anstatt Elektrozünder für die Pyro-Effekte Glühbirnen eingebaut, um zu gucken, ob jeder einzelne Kanal von dieser IC funktioniert. Alle zig hundert anderen hast du wahrscheinlich schon durch. Nehmen wir in diesem Fall eine Attrappe einer Kugelbombe. Wir müssen im Prinzip jeden einzelnen Effekt mit einem solchen Elektrozünder verzündern. Das passiert in der Stupine bzw. im Treibsatz selber, je nachdem. Und anstatt der Glühbirnen, die wir eben auf der IC sahen, die geleuchtet haben, würde dieser Elektrozünder eine kleine Explosion hervorrufen, um diesen Effekt zu zünden. Bis zum fertigen Versand wird die Ware im Lager aufbewahrt. Von dort aus geht es weiter zum Kunden. Ja, und neben dem AV-Bereich, wo die Effekte vorbereitet werden, ist das ganz nebenbei unser Zugang zum Bunker. Dort oben sind mehrere Bunker vergraben, wo sortenspezifisch, je nach Gefahrenklasse, die entsprechende Sprengstoffmenge Explosivmaterial eingelagert ist. Geprüft werden die Geräte dann in entsprechend gesicherten Räumen. Feuerwerkskörper werden in der Testkammer getestet. Der Flammenwerfer als auch die Nebelmaschine wurden für The Voice of Germany zusätzlich angefordert. So, die Orke hat mir nicht genug gequalmt, das mache ich jetzt selber besser.